Ja, es ist mal wieder soweit für eine Kreuzworträtselrunde. Und ja, ich bin bereit. Ich habe trainiert die letzten 77 Tage, wenn das jetzt Tag 78 sein sollte. Und ja, dementsprechend machen wir mal gleich mal eine Siesta. Wow, holländischer N Männername, weiß ich noch nicht. Kartoffelsorte, klebrig, kochend. Nein, Bauwerk in Dresden. Das ist die, es gibt doch die Frauenkirche, glaube ich. Ist die auch in Dresden? Zwerg bei Tolkien. Oh nein. Englisch Beutel ist erstmal Bag. Das machen wir. Einzeller ist die Amöbe. So, alkoholisches Kaltgetränk. Eistee, nein. Besitz eines Winzers, ein Weingut. Ja. Iron Man ist der Marvel-Charakter. Sächsische Stadt an der Elbe. Riesa. Mensch, mit Sachsen kenne ich mich besser aus als mit Geografie. So, biblische Männergestalt. Ja, keine Ahnung. In ein Amt einsetzen. Heben. Erheben. Oder so? Ich weiß es noch nicht. Ein kleines Fest ist eine Fette. Eine Fette. Okay. Alkoholisches Kaltgetränk. Weiß ich noch nicht. Gefahr auf dem Meer ist die Seenot. Bowle. Bowle ist damit hier gemeint. Ja. Dilemma. Ist eine Misere wahrscheinlich wieder? Nee, ist es nicht. Kann ja gar nicht. Ein Dilemma. Wie heißt das noch? Verdauungsorgan ist erstmal der Darm. Der ist weder reich noch arm. Durchsichtiges Mineral. Glas. Nee. Bibelteil. Psalm. Ja. Huch, ich wollte doch AER. Genau. Opal wird es doch nicht sein, oder? Ich überlege noch. Der Zwerg bei Tolkien. Opa, nein. Bauwerk in Dresden. Was haben wir hier noch? Die Heilpflanze. Ist wieder die Erika? Nein, das ist es nicht. Hühnerjunges ist ein Küken. Bam. Frequenzband ist zum Beispiel UKW. Ja, Zahl ist dann wohl 2. Und Identitätsnummer bei Schiffen. Ja. Schiffs-NI. Oder so. Keine Ahnung. Truthenne ist ein Huhn? Das wär's ja auch. Eine Pute. Mensch. Ah, ENI ist diese Nummer. Stachelgewächs. Eistee. Nee. Okay, Kulturepoche ist nicht Barock, ist nicht Renaissance. Dann machen wir erstmal das Trapez. Geistesgröße ist natürlich wieder das Genie. Hatten wir auch schon mal. Das ist leibhaftig. Rüge ist Tadel. Ja. Okay, eine Kulturepoche ist auch eine Kantine, nein, Antine, eine, oh Gott. Stachelgewächs, Stachel, Kaktee. Natürlich. Nike, Antike, ha. Okay, weiblicher Vorname, könnte Ina, oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ihr kennt mich. Es ist schon öfter passiert, ich hab's auch immer wieder gesagt. Ina ist es nicht. Ana, nee, geht ja nicht. Emma Sky oder so. Artikel ist erstmal das. Kartoffelsorte ist. Ne. Provinzler ist natürlich das Landei. Okay. Mia. Nee. Was könnten der Frauenvorname noch sein? Okay. Klosterfrau ist eine Nonne. Naja.
Eine No-N-N-E. So, oh! Der holländische Männername heißt Ari. Halbinsel, englische Halbinsel. Wales. Und dann ist die Kartoffelsorte die Erna. Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Der Zwinger ist hier gemeint. Okay. Annika. Nia? Nia? Noah? Ja, natürlich. Weiblicher Vorname. Ich kenne so viele Frauen, die Noah heißen. Also bitte. Wer von euch kennt keine Frau, die Noah heißt? In ein Amt einsetzen. Beamten. Was? Nee. Nee. Besetzt? Nee, das auch nicht. Biblische Männergestalt ist mir immer noch nicht klar. Hunderter. Der Huni ist das. In ein Amt einsetzen. B. Oh. Ja, gute Frage. Erstmal machen wir das Dilemma. Das ist eine Klemme. So, dann ist das wirklich der Opal. Ori. Ori and the Blind Forest. Und Ori and the Anders Ding. Was war denn das nochmal? And the... Es gab zwei... And the Will of the Wisps. Ja, das waren die zwei Ori-Teile. So, B... B... Rufen. Berufen ist das. Ah. Ja, und hier, Remus. Nein, das ist Romulus und Remus sind zwei andere. Menüs. Das war nicht Absicht. Ich wollte eigentlich sowas wie Petrus oder so haben, aber... Tetus? Tetris? Nein, nein. Das ist eine gute Frage. Ach, natürlich. Och, Mann. Ja, auf den kommt man natürlich als allerletztes. Das ist Wahnsinn. Okay, Eskische. Ja. Das ist natürlich... möglich, dass das hier damit gemeint ist. Schale würde ich gerne noch wissen. Also eine Einfriedung ist, glaube ich, eine Grenze. Dann wäre das hier Oi. Bunt fürs Leben. Oie. Nee. Das kann ich hinhauen. Spielklasse ist ein L. Okay, ja. Ach, die Tülle ist... Nee, die Tülle ist doch keine englischer Vorname. Hm. Fluss durch Passau. Das hatten wir auch schon mal. Obwohl Passau überhaupt nicht zu dem Akzent passen tut. Nee. Okay, der Tropenvogel ist mir auch so ziemlich klar. Ja. Dann ist das nicht, das Essgeschirr ist nicht der Teller, würde ich sagen. Mal weiter gucken. Verkaufsraum ist, könnte ein Laden sein. Beschuldigung, jemanden beschuldigen ist auch ein, also hier kommt ein E hin. Ach, Mann. Filmvorschau ist klar, dann kommt hier ein R hin. Machen wir das erstmal. Gewürzpflanze. Salbei ist es nicht. Bootsteil ist zum Beispiel der Anker, der Bug, Heck, Front, Back, was? Nein. Fortlaufend. Ja. Römische Zahl. Könnte auch alles Mögliche erstmal sein. Nur erdacht. Wer war der Autor von Momo?
Ich weiß nicht, ob mir das galt. Okay, das freut mich. Ich habe ein Kopfschütteln gesehen. Berliner Eisbär. Was? Ist das ein Hockeyspieler? Honey, weiß ich auf jeden Fall. Also kommt hier ein I hin. So. Auto von Momo. Ich bin halt echt am Überlegen. Also mir kommt da Michael Ende in den Sinn, aber ich würde mich nicht drauf festlegen. Was haben wir denn bisher? Noch nicht viel. Fluss durch Passau. Ja. Essgeschirr. Gibt's da noch was? Teller, Tassen? Nee. Machen wir erstmal hier. Geben wir mal ein paar Sachen ein. Nett, wie wir sind. Mehrzahl. Von Besucher. Gäste sind das. So, dann haben wir hier Grenze. Ist es aber nicht. Das hilft uns vielleicht sogar schon ein bisschen weiter. Akne ist das. Gehege ist dann die Einfriedung. Na, die Grenze ist jetzt nicht die Einfriedung. Das ist das draußen rum. Englisch für Ingwer heißt auch Rotschopf. So. Und dann haben wir... Bund fürs Leben ist natürlich die Ehe. Und dann haben wir die Schale. Könnte auch die Hülle sein. Ja. Und dann ist es doch der Teller. Aha. Okay. Ja, der englische Vorname Era. Was ist denn das nochmal? Ilm? Ilm? Ils? Nee, Esra ist es auch nicht. Okay, wir haben zumindest schon mal die alle durch. Ist das neu? Kenne ich den Fluss noch gar nicht, der durch Passau da fließt? Die Ilf. X. Nee. Okay, habe ich jetzt eigentlich nicht schon alles durch? Gucken wir mal. H, J, K, L, P, O, U, I, U. Ach. Okay. Ich kenne den Namen George Ezra, aber ich glaube, das Ezra ist kein Vorname. Nein, niemals. Glaube ich nicht. Schauspieler, Bruce. Willis ist es nicht. Bruce Banner. Nein. Fortlaufend stets. Nee, das ist es nicht. Französisch, nein. Ist auch, machen wir erstmal Addis Abeba voll. Hieß das nicht Addis Abeba? Abeba. Addis Abeba. Okay. Gut. Nehme ich so hin. Erstmal. Dann wird das wohl auch stimmen. Dann habe ich das nur... So, Briefbeginn ist natürlich die Anrede. Ach, der Bruce ist das. Ich habe da gestern noch über den Karate-Schauspieler oder Kung-Fu oder was weiß ich, Bruce Lee gewitzelt. Und jetzt komme ich nicht auf Bruce Lee. Wow. Fortlaufen, endlos. Fortlaufend ist endlos. Bootsteil ist Ruder. Ja. Küstenform. Römische Zahl. Ja. Tja. Wow. Ist ja toll. Emsig ist fleißig, aber passt nicht. Flugplatz ist ein Airport. Wow. Das ist ja wieder gemein. Da stand gar nicht Englisch dazu.
Kulturepoche war gerade eben noch die Antike, ist es jetzt auch wieder. Und aktiv ist emsig. Nachweis. Bindewort. Und. So. Honey und Nanny natürlich. So. Lakritze, würde ich sagen, ist das Lösungswort. So, dann wäre das nämlich so. Ja. Sieht erstmal gut aus. So, Berliner Eisbär. Knut. Ach, der. Der Knut. So. Eins meiner Lieblingswörter. Fragt mich nicht, wieso. Nee. Kapp. Kapp ist das. So, und die Gewürzpflanze ist dann die Paprika. Ja. Beschuldigung. Also machen wir erstmal hier den Laden voll. Und dann den Trailer. Und dann haben wir hier noch einen Reset. Ja, ja, Senor Resetti dürfte den Animal Crossing Spielern vielleicht noch so ein kleines, ein Begriff sein. Oder denen, die Mario Kart 8 spielen auf der Animal Crossing Strecke, wo er einem ganz schön auf die Nerven gehen kann. So, dann machen wir hier mal alles neu, so wie der Mai. Nein, machen wir mal April hier rein. Okay, Beschuldigung, ist eine Klage. Und dann fehlen uns noch zwei Buchstaben. Und diese Feindseligkeit nennt man Krieg. Und dann fehlt uns aber noch was, denn wir haben hier... Aha, der Autor von Momo. Ich wusste es, ich wusste es. Es ist Michael Unde. Nein, Quatsch. So, und damit haben wir es dann auch schon wieder für heute geschafft. Es ist weniger als 20 Minuten für beide Rätsel. Also, ist schön, ist schön. Ja, waren wieder schöne Wörter dabei auf jeden Fall. Ich bin immer noch nicht fertig. Jetzt bin ich fertig. Ich hab's noch mitbekommen. Also, wenn jemand schon seinen Kommentar getippt hat, kann er den gleich wieder verwerfen. Ich habe es noch hinbekommen. Puh. So, und der andere, das andere war auch okay, oder? Ja, alles grün. Alles im grünen Bereich. Und dementsprechend würde ich mal sagen, es war mir wieder mal eine Freude. Es war hoffentlich euch auch eine Freude. Und es war hoffentlich genug, damit auch morgen wieder eine schöne Rätselrunde zustande kommt. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen schönen Rest vom Tag mal wieder. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.